Zahlreiche Verkehrsunfälle mit dramatischem Ausgang boten in Riesa in den vergangenen Monaten eine Menge Diskussionsstoff. Ob Ampeln, die jetzt auch nachts eingeschaltet werden, die Verkehrssicherheit merklich steigern, ist allerdings ungewiss. Für Fahrschullehrer Wolfgang Böhme ist das nicht das Ende einer Aufrüstungsspirale. Das Problem ist, ich sehe hier ein Wettrüsten im Straßenverkehr. Das heißt also, es sind Fehler begangen worden, die zwei hier gemacht haben, die auch tragisch sind. Da hängt ein ganz schlimmes Schicksal dran, von dem die anderen gar nichts wissen. Und es ist dann fraglich, ob es sich lohnt, die gesamte Kraftfahrerschaft dafür zu bestrafen. Oder ob man sagt, okay, wir müssen hier versuchen, besser miteinander umzugehen und darauf hinzuarbeiten, dass eben, wenn Vorfahrt zu gewähren ist, eben auch damit entsprechend umgegangen wird. Ja? Nicht durch Reglementierung der Kraftfahrzeugführer, dann die Kraftfahrzeugführer zum Beispiel mitten in der Nacht um zwei ganz allein an einer Kreuzung durch ein rotes Ampelsignal zum Stillstand zu zwingen. Und warten eine halbe Minute, bis es dann weitergeht. Daraus resultiert meines Erachtens nach, dass diese Signale dann auch nicht akzeptiert werden. Denn wie gesagt, Verkehrszeichen, Vorfahrt gewähren, wurden ja auch nicht akzeptiert. Und dass daraufhin dann bei Rot gefahren wird, dann greift der Gesetzgeber wieder ein, sagt, wir müssen hier was tun, um diese Verkehrsverstöße zu regulieren. Und wie gesagt, der Kraftfahrzeugführer wird dann am Ende immer wieder bestraft. Gegenseitige Rücksichtnahme steht also an erster Stelle. Sich von Zeit zu informieren, kann nicht schaden. Ich werde jetzt ab nächsten Jahr auch wieder einführen, dass ich jeden letzten Freitag im Monat abends gegen 20 Uhr dann eine Verkehrsteilnehmerschulung durchführe, um, wie gesagt, dort interessierte Kraftfahrzeugführer daraufhin zu schulen bzw. ein paar Tipps mit an die Hand zu geben, was sich in letzter Zeit verändert hat. Ob man durch das zusätzliche Anschalten von Ampeln zukünftig schwere Unfälle vermeiden wird, ist unklar. Jeder einzelne Fahrzeugführer ist gefragt bei vernünftigem Verhalten im Straßenverkehr.